Ich bin 11 Jahre alt, aber ich hatte eine Klasse von Folklore-Literatur. Sie hat uns geschickt, ich bin eine Lehrerin, sie hat uns geschickt auf den Fischmarkt. Und auf dem Fischmarkt, ich habe das beschrieben, aber sie do, noch heint ist doch ein Plätzl mit einem Kaffee und das, das ich bin als ein Fischmarkt. Ist auf dem Fischmarkt. Die Sitzerkäse haben sie gegessen. Sie waren im Winter, haben sie gehabt, als einen Hämmer mit heißen Keulen. Und sie haben untergeheben, sehr skirt, sehr, wie sagt man, und gesessen auf dem heißen Topf, der Feiertopf. Und geschrien: gefäulte Äpperlach, verfäulte Äpperlach. Ich, das heißt, sie hat verkauft Äpperlach, was anscheinend ein bisschen verfeuern und ein bisschen, ich kann mir nehmen weniger Geld. Sie hat man uns geschickt dahin und wir haben gesehen, eine Idene, was ich bin heim gerade als Mama. Was ich gesagt habe, sie gewinnt ein Sitzerke in den Markt und das ist gewesen für uns sehr interessant, heim gerade. Der größte Poet ist. Aber Hecher, auf dem Sof von dem Platz, ein bisschen am Berg, ihr versteht, man geht von der Wanne, ist auf links ist da der Gaona Museum und auf rechts Fahrenmuseum ist gewesen der Markt. Dort ist ein Café, sagen. Ja. Ist, ja, ist, wie macht man, wie kleibt man Folklore? Clawless. Ist wegen mir gekommen zu sehr nun zu den Fischerkästen, der verkauft Fisch. Und die Fischerkästen haben gemeint, wir gehen gern mit dem Fisch. Haben sie uns gejagt. Haben sie uns gejagt, haben sie gesagt, Clawless, verschiedene. Das einzige Klare, was ich verschrieben, was ich denke, ist, ich will machen von deiner Kischkes ein Telefon. Weil der Schnurr vom Telefon da ist er doch mit Kischkes. Ist das gewesen, das Niveau, wir haben gleich verschrieben. Ist gewesen als eine volkstümliche Kultur.